das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Ja, liebe Leute. Ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Seid willkommen zu einer neuen Woche, Talkradio-Woche hier bei uns. Montagnacht, wie immer, eine offene und freie Themennacht. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte nicht eure Telefonnummer vergessen, in die Mail reinzuschreiben. Bin sehr gespannt auf eure Anrufe, freue mich drauf. Und die erste Anruferin ist die Barbara. Und Barbara ist 32 Jahre alt. Schönen guten Morgen, Barbara. Hallo. Hallo. Barbara, weswegen rufst du mich an? Mir graut's vor morgen. Meine Schwiegereltern kommen zu Besuch und sie hassen mich sozusagen. Oh. Ja. Warum hassen die dich? Weil ich stark übergewichtig bin und nicht in ihr Weltbild passe. Und wie viel wiegst du, Barbara? Wie viel wiegst du? Darf ich fragen? Das in Zahlen benennen, oder? Ja, sicher, wie sonst? So gute 180 Kilo. 180 Kilo. Ja. Wie lange bist du mit deinem Mann zusammen schon? Im August, wenn wir heiraten, werden es 3 Jahre. 3 Jahre. Mhm. Und war das Verhältnis immer schon so schlecht zwischen dir und den Schwiegereltern oder hat sich das in den letzten Zeiten so verschlechtert? Also im Grunde haben sie mich nur ein einziges Mal gesehen. Ach so. Da waren sie auf der Durchreise und haben bei uns Halt gemacht und ich habe sie nett bekocht und ja, daraufhin haben sie ihm böse Briefe geschrieben mit Texten wie zum Beispiel, dass er seinen Job verlieren kann wegen mir, weil ich untragbar bin und dass ich wie ein Alkoholiker wäre und psychisch sehr krank sein muss, weil sonst würde ich das nicht, so wäre ich sonst nicht. Also das beziehen Sie alles auf dein Übergewicht? Ja. Wie war denn die Stimmung, als die da das eine Mal bei dir zu Hause waren, zu Gast waren? Haben sie da geheuchelt oder war es da schon auch sehr angespannt? Ja, also es war eigentlich so, ich habe von der Sekunde, wo die Mutter am Tisch sagte, das reicht ja für 3 Wochen, obwohl ich ganz genau weiß, dass es genau 4 Portionen waren. Mhm. Und zwar im handelsüblichen Sinne, wenn man in einem guten Restaurant speist, also nicht in einem bayerischen, wo ganz viel auf den Tisch kommt, sondern eher so gehobene Mittelklasse und da mit dem mit der Aussage war klar, hier stimmt was nicht. Genau. Da ist der Krieg irgendwie eröffnet. Ja, sie hat ihm dann auch gleich empfohlen, auf sein Gewicht zu achten, damit er nicht dick wird. Und also er ist 1,92 und hat 85 Kilo. Okay, das ist ja völlig normal. Seit 3 Jahren. Ja. Ja. Sag mal, ich habe das gerade nicht richtig verstanden. Seid ihr schon verheiratet oder werdet ihr heiraten? Nein, wir werden heiraten. Ihr werdet heiraten. Ja. Das heißt, da gibt es wahrscheinlich eine Feier, eine Hochzeitsfeier. Genau, und sie wissen noch nichts davon. Und sie wissen auch erst seit ungefähr 2 Monaten, dass wir zusammenziehen. Ach so. Und obwohl er schon seit über einem Jahr bei mir wohnt. Wie weit wohnt ihr auseinander, deine Schwiegereltern in Spee und du? Und ihr? Oder dein Freund? Und knapp 800 Kilometer. 800 Kilometer, ach so, da ist man nicht mal irgendwo um die Ecke. Man besucht sich mal eben rasch so. Ah, verstehe. Hat denn dein Freund jetzt diese 3-jährige Beziehung mehr oder weniger ein bisschen verleugnet oder hat er am Telefon schon, wenn er mit seinen Eltern gesprochen hat, zu dir gestanden? Nein, der steht absolut zu mir und er hat ihnen auch auf die Briefe, wie ich empfinde, adäquat geantwortet. Ja. Mir graust es trotzdem davor, weil sie haben mich nur einmal gesehen und gleich, also in die Schublade gesteckt. Ja, die haben verbal mehr oder weniger die Axt ausgepackt, ja. Ja, aber Barbara, was sind denn das für Leute, die so drauf sind? Ja, das ist eigentlich so, dass mein Freund wirklich ein liebenswerter Mensch ist, mit extrem schönen Eigenschaften. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Er sieht auch gut aus, glücklicherweise ist er nicht nur klug und intelligent und nett. Und, aber wie erklärt er sich und dir das denn, dass seine Eltern... Gar nicht. Er kann sich das nicht. Er war extrem traurig und waren die früher und sonst denn anders drauf und freundlicher auch? Sieht er auch eine ganz neue Seite an seinen Eltern jetzt? Ja, er hat gesagt, er weiß nicht, wer diese Menschen sind. Das
ist ja unfassbar. Also er fühlt sich wie, als wäre ausgesetzt worden bei Aliens. Jetzt kommen die morgen zu Besuch. Ihr beiden wohnt, ja. ihr wohnt aber noch nicht zusammen. Offiziell ziehen wir gerade zusammen, aber er hat noch die andere Wohnung, weil ja. er also halt wegen der Kündigungsfrist noch behalten ja. muss. Und das heißt, die kommen direkt dann zu dir oder erst zu deinem Freund und dann wird gemeinsam zu dir gefahren? Sie kommen direkt hierher, ja. werden wieder bei uns essen. Ja. Und diesmal habe ich mir ganz fest vorgenommen, koche ich für 3 Wochen im Voraus und stelle alles auf einmal auf den Tisch. Damit sie Grund haben zu ihren Aussagen. Warum kommen sie zu Besuch? Wenn sie dich beschimpft haben per Brief, wieso kommen sie dann? Ich weiß es nicht. Also neulich haben sie uns zu Pfingsten ja eingeladen zum ersten Mal. Mhm. Das war mir aber nicht ganz geheuer, weil ich möchte mich nach der Situation, weil die haben ihm ja schriftlich praktisch mitgeteilt, dass sie mit Menschen wie mir nichts zu tun haben möchten. Umso interessanter die Frage, warum kommen sie? Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, also ich hoffe, dass sie irgendwie eingesehen haben, dass sie mich nicht loswerden und versuchen, ihren Sohn bei Laune zu halten und sich das... Wie alt ist Ihr Sohn? Also wie alt ist dein Freund? Och, du bist weg. Das ist aber schade. Wir versuchen sie mal nochmal anzuwählen, die Barbara, und machen dann gleich weiter mit der Anja. Nee, habe ich falsch gedrückt. Hier ist Anja. Anja, 22, guten Morgen. Hallo. Hallo Anja. Um was geht's bei dir? Hoffentlich bleibst du bei mir. Ja, also ich rufe an, weil meine Oma gestern Abend verstorben ist. Mhm. Ist sie ganz plötzlich verstorben, Anja, oder war sie krank? Also, die hatte eine Gallenoperation und hatte die dann schon überstanden. Mein Vater und meine Schwester waren bei ihr und hatten sie besucht und sie war schon wieder ansprechbar und hat auch so ja, ihre üblichen Scherzchen gemacht. Und dann ist sie wohl nachts aus dem Bett gefallen, weil das Bettgitter nicht hochgeklappt wurde und hat dann einen Oberschenkelhalsbruch erlitten. Und ja, dann habe ich sie Sonntagmorgen besucht und dann war sie gar nicht ansprechbar oder so gut wie gar nicht. Hatte sie denn außer diesem Oberschenkelhalsbruch, der ja sehr, sehr schmerzlich und kompliziert ist, aber eigentlich ja nicht tödlich verläuft, hatte sie sonst noch eine Verletzung durch den Sturz bekommen? Also durch den Sturz weiß ich nicht. Sie war auch schon so nicht ganz topfit. Sie hatte eine künstliche Herzklappe. Sie hatte mal schlecht Luft gekriegt. Sie hatte Probleme mit den Augen, mit dem Rücken. Eigentlich war sie also körperlich gar nicht mehr fit, aber geistig. Geistig topfit. Ja, und dann warst du noch mal bei ihr, hast sie besucht? Genau. Und ja, also ich war mit meinem Freund und mit meinem kleinen Bruder da. Und ja, dann war mein Onkel schon im Zimmer und hat uns dann erstmal rausgeholt und hat dann auch angefangen zu weinen. Meinte dann, dass sie Montagmorgen, also eigentlich heute Morgen, an dem Oberschenkelhalsbruch operiert werden sollte, aber dass die Schwester dann gesagt hätte, dass sie das nicht schaffen wird. Achso, das haben die gesagt, dass sie die Operation nicht, genau. dass sie nicht stabil genug ist für eine Operation. Genau, vor allem also wegen der Narkose auch. Wann ist sie denn dann genau verstorben? Ja, dann ist sie um 17 Uhr verstorben, so ja, 4:45 ungefähr. Kann man sagen, genau an was? Also es war so, ich war ja von 12 Uhr bis 17 Uhr die ganze Zeit bei ihr, habe auch ihre Hand gehalten und dir tausendmal gesagt, dass ich sie lieb habe und sie gestreichelt und geküsst und alles. War sie da noch bei Bewusstsein? Ja. Ja, das heißt, also, sie hat das schon mitbekommen, dass du bei ihr warst und dass du schöne Sachen zu ihr gesagt hast und sie getröstet hast. Also zum Beispiel sollten wir ihr regelmäßig diese Trinkflasche geben, also dass ihr Mund so ein bisschen befeuchtet wird. Und dann konnte sie auch noch klar machen, ob sie jetzt was trinken möchte oder nicht zum Beispiel. Also sie hat entweder den Mund zugemacht oder halt so weggedreht. Oder ja, hat sie auch noch rausgekriegt, aber nein, nicht mehr so ganz. Ich hatte gerade gefragt, an was sie dann verstorben ist. Hat sie einfach nicht mehr geatmet? Genau, also dann waren die aus Schwäche. Ja, ich schätze. Also
Ja, aber dann warst du, so habe ich es verstanden, dann warst du in dem Moment des Todes dabei. Ja. Mhm. Warst du also alleine mit ihr im Zimmer? Nee, also ab 12 Uhr waren mein Bruder und mein Freund ja die ganze Zeit dabei und dann hatte ich auch zu Hause angerufen. Also wir wohnen 80 Kilometer weit entfernt. Mhm. Dass dann der Rest meiner Familie auch kommt. Mhm. Und die sind dann wirklich so 10 Minuten oder eine Viertelstunde, bevor meine Oma gestorben ist, da gewesen. Mhm. Das heißt, die ganze Familie, alle, die ihr lieb waren, waren da. Kann man das so sagen? Ja, also mein Papa hat halt auch noch Geschwister, noch drei Brüder. Ja, aber viele waren da. Ja, viele. Mhm. Ja. Wie alt ist deine Oma geworden, Anja? 83. Und also du hattest, ich höre daraus, eine sehr enge Verbindung zu deiner Oma. Meine Oma war die tollste Oma, die man sich wünschen kann. Mhm. Die allerbeste. Mhm. Die hat dich jeden Abend gehört, jede Nacht. Und das seit, weiß ich nicht, wie lange es sie gibt, 10 Jahre oder so. Ehrlich, hat sie jeden Abend gehört? Ja, jede Nacht. Also sie hatte Schlafprobleme und sie hat sich immer riesig gefreut, dass sie wenigstens dich dann noch nachts hören kann. Und immer, wenn ich auch früher schon, als ich klein war, bei ihr war, haben wir immer zusammen Tommy angehört. Weißt du, was ich in all der Traurigkeit tröstlich und schön finde, Anja? Dass du da warst und dass ihr da wart und dass du ihr die Hand gehalten hast, dass du ihr gesagt hast, dass du sie so lieb hast. Das heißt, in ihren letzten Minuten hat sie so viel Gutes erfahren und so viel Gutes gespürt. Das ist, glaube ich, der größte Dienst, den man einem Menschen erweisen kann in einer solchen Situation. Das ist natürlich wahnsinnig traurig und furchtbar und ich erahne deine Traurigkeit und deinen Schmerz. Und es gibt auch keinen wirklichen Trost, aber es gibt auch in aller Traurigkeit immer doch noch was Tröstliches. Und das ist sowas Tröstliches. Du hast deine Oma angefasst und hast ihr gesagt, ich hab dich lieb. Und diesen Satz hat sie mitgenommen, als sie eingeschlafen ist. Das ist was sehr, sehr Schönes. Aber ich weiß nicht, wie viel sie davon noch mitbekommen hat. Vielleicht stand sie so sehr unter Schmerzmitteln, dass sie es doch nicht wirklich mitbekommen hat. Ja, aber einiges hast du gerade schon gesagt. Sie konnte ja noch Ja und Nein sagen mit dem Trinken. Ja. Ne? Mhm. Ja. Also wird schon einiges noch da gewesen sein. Das glaube ich schon. Das glaube ich schon. Man darf das, glaube ich, gar nicht unterschätzen. Selbst wenn jemand vielleicht auch gar nicht mehr so ansprechbar wirkt, weiß er vielleicht, kriegt er dennoch mit, wer im Raum ist und was da im Raum passiert. Ich hoffe das. Jetzt ist das aber auch so frisch und so unter Schock stehend für dich. Ist das der erste sehr nahe Mensch, den du verlierst? Ja. Also das war auch eigentlich meine einzige Großoma und meine Großopas habe ich auch nicht kennengelernt, wirklich. Mhm. Ja. Wie ist jetzt alles so weiter geplant? Weißt du schon, wann die Beisetzung stattfinden wird? Also da das Gitter nicht hochgeklappt war und auch hochgeklappt werden sollte eigentlich, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei und deshalb steht der Beerdigungstermin noch nicht fest. Mhm. Wie war das denn, als deine Oma dann verstorben war? Seid ihr noch eine ganze Weile bei ihr im Zimmer geblieben? Ja, jeder ist dann nochmal einzeln zum Bett gegangen, hat sie auch nochmal berührt und ja, manche haben laut was nochmal gesagt. Ich habe es nochmal in Gedanken zu ihr gesagt, dass ich genauso bin wie sie und dass ich sie schrecklich lieb habe. Mhm. Ja, also das ist eine Seelenverwandte von mir auf jeden Fall. Wenn man auch mal so zurückdenkt, du hast es gerade schon angedeutet, du hast viel Zeit mit deiner Oma verbracht. Ja, wenn es ging. Also auch als Kind warst du öfter bei deiner Oma. Genau, also halt in jeden Ferien, wenn ich mal frei hatte, bin ich hingefahren, da haben wir uns sogar manchmal einen Rollstuhl ausgeliehen und dann habe ich versucht, noch was mit ihr zu machen, weil sie halt gar nichts mehr sehen konnte und schon lange Zeit nur noch in ihrer Wohnung war und sie war auch ein bisschen einsam. Mhm. Aber auch das sind ja so Erinnerungen, wenn man sich so vorstellt an deiner Stelle jetzt, dass du auch zu Lebzeiten noch sehr viel Gutes für deine Oma getan hast und ihr Freude bereitet hast. Ich wünschte, ich hätte sie viel öfter angerufen. Ja, das denkt man, klar, das denkt man immer so. Aber ich glaube schon, das höre ich so, wie du redest über deine Oma, dass das schon sehr innig war und dass das für sie ein großes Glück war, so eine Enkelin zu haben. Ja.
Das ist jetzt eine schwere Zeit, Anja, die nächste Zeit. Vor allen Dingen jetzt bis zur Beisetzung, dann die Beisetzung und danach nochmal. Ihr seid ja eine, ich habe es gerade rausgehört, so eine große Familie. Ja. Und könnt euch ja gegenseitig dann vielleicht auch ein bisschen auffangen, indem ihr auch über die Trauer miteinander sprechen könnt. Geht das? Ja, ich habe das Gefühl, also im Moment muss ja auch so viel erledigt werden. Ne? Ja, für meinen Vater, der ist ja ihr Sohn, da bleibt im Moment gar keine Zeit zum Trauern irgendwie. Manchmal ist es aber auch ganz gut, wenn man in diesem Schock, dass man dann so viel erledigen muss, dass man auch ein bisschen abgelenkt wird. Die Trauer kommt schon noch. Das Erledigte, das zu Erledigende ist irgendwann erledigt und dann kommt die Stille und in der Stille kommt die Trauer. Das ist immer so. Liebe Anja, wir denken mal beide an deine Oma jetzt. Und es ehrt mich sehr, wenn du sagst, dass deine Oma so oft diese Sendung gesehen und oder gehört hat. Ja, die hat dich sehr gemocht. Du warst fast vertraut für sie, obwohl du sie nicht kennst, kannte sie dich irgendwie so ein bisschen. Ja. Ja, und ich habe sie immer noch sehr, sehr, sehr lieb und ich vermisse sie jetzt schon sehr und ich hoffe, dass sie mich sieht. Bestimmt. Ja. Ich wünsche dir und deiner Familie viel Kraft und alles Danke. Gute für die nächsten Tage und Wochen. Dankeschön. Von Herzen alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. So, jetzt machen wir einen neuen Versuch mit Barbara. Hallo Barbara. Hallo. Da waren wir gerade, du warst gerade plötzlich weg. Ja, tut mir leid. Also, wir waren stehen geblieben bei den Schwiegereltern, die dich ja hassen, kann man fast sagen. Du bist übergewichtig, 180 Kilo ungefähr, sagst du, bringst auf die Waage. Und die können dich einfach nicht leiden. Ja. Du bist mit deinem Freund 3 Jahre zusammen, ne? So war's. Ja. Und jetzt steht bald eine Heirat an und vor allen Dingen morgen kommen die Schwiegereltern in Spee zu Besuch. Ja, und ich weiß nicht, wie ich ihnen begegnen soll nach all dem. Weil, also ich habe sie ja nur ein einziges Mal gesehen. Aber weißt du, ich frage nach der Rolle deines Freundes. Wenn der erfährt, meine Eltern wollen uns besuchen kommen, also dich und ihn, dann würde ich, wenn ich Sohn wäre, da erstmal fragen, pass mal auf, was ist jetzt hier los? Und was habt ihr vor zu sagen? Hat er die denn mal so ein bisschen am Telefon befragt? Also, er hat zu ihnen gesagt, was jetzt plötzlich los ist, ob sie irgendwie exorziert wurden oder so. Mhm. Weil sie sich irgendwie sehr freundlich gegeben haben am Telefon. Mhm. Und seine Mutter hat dann nur gesagt, ja, das liegt ja schon wieder ewig zurück. Ach so, sie haben sich am Telefon freundlich gezeigt. Und also seit neuestem, also ich vermute, es geht einher mit meiner beruflichen Veränderung, weil ich halt jetzt Ausstellungen mache und nicht nur Workshops gebe und es läuft darauf hinaus, dass ich über kurz oder lang irgendwann mal mehr verdiene als er und Achso, das finden die dann wieder interessanter. Du wirst jetzt interessant. Ich nehme an, es muss das sein, weil sie haben meine Homepage gesehen und die Bilder und das Ganze und wahrscheinlich haben sie jetzt da irgendwie was gewittert, dass es vielleicht doch nicht nur nach Äußerlichkeiten zu bewerten bin, ich weiß es nicht. Also, ich finde das ja schon erschütternd, was du gesagt hast, dass diese Leute, wenn die dich nur einmal gesehen haben, nur aufgrund deines Äußeren oder warum auch immer, dich so beleidigt haben. Ja, du musst dir mal vorstellen, also das Bild einer dicken Frau, wie man sich das heutzutage vorstellt, was Unästhetisches zum Beispiel, ja, das wirst du bei mir nicht sehen. Ich bin fast 1,80, ich habe zwar 180 Kilo, aber keiner schätzt mich auf, also die maximale ist 120 Kilo. Barbara, trage weißt du, schöne Kleidung, ich bin sauber, ordentlich und... Habe ich gar keinen Zweifel, aber das finde ich auch egal, ob das unästhetisch ist oder nicht ästhetisch. Es interessiert sie gar nicht. So geht man nicht mit Leuten um. Ja. Was ist denn das für eine Art und Weise, da diskutiert man ja gar nicht. Also morgen, ich würde natürlich auch im Hinblick auf die Heirat und... vielleicht haben sie gute Vorsätze. Vielleicht haben sie sich eines Besseren besonnen. Ich weiß nicht, was ich zu ihnen sagen soll. Ja, ich würde erst mal... Ich würde ihnen gerne sagen, dass ich es unverschämt finde, dass sie versucht haben, zwischen zwei Menschen, die sich lieben, einen Keil zu treiben. Ich würde Folgendes machen. Also wenn das emotional möglich wäre. Wenn sie die Hand reichen, finde ich das gut. Aber ich könnte sie nur zurückreichen an deiner Stelle, wenn ein klärendes Gespräch stattfindet. Das heißt, die müssen sich im Prinzip erklären und eigentlich auch entschuldigen für das, was sie getan haben. Dann könnte man ja vielleicht sagen, okay, wir versuchen das und der Frieden ist wichtiger, als nachtragend zu sein.
Könntest du das? Können die sich entschuldigen? Es wäre nicht ehrlich. Bitte? Es wäre nicht ehrlich. Das glaubst du nicht? Hm. Nee. Das heißt, du bist... Ich glaube nicht, weil ich habe den Brief gelesen. Oder die Briefe, besser gesagt. Ja. Sie bezichtigt mich dort eines Schlimmeren als ihre Alkoholiker und Drogenabhängige. Aber nochmal gefragt, dann muss doch dein Freund vor Wut schäumen. Nee, er war einfach nur entsetzt und traurig. Er hat eigentlich gesagt, ist er so aufgewachsen, dass seine Eltern hätten ihn so erzogen, dass die Menschen nicht nach Religion oder nach Herkunft oder Status zu bewerten sind, sondern alle Menschen seien gleich. Und weißt du, wenn ich der Sohn wäre, dann hätte ich gesagt, pass mal auf, ihr könnt kommen. Aber ihr kommt nur unter der Bedingung, dass ihr euch entschuldigt und dass ihr das erklärt, warum ihr euch so verhalten habt. Sonst will ich euch hier nicht sehen. Weil was soll das Ganze sonst? Was war in den Briefen die schlimmste Beleidigung? War das das, was du gerade gesagt hast, oder gab es noch eine Steigerung? Also stand drin, dass dazu führen könnte, er könnte vor seinem Arbeitgeber nicht mehr ertragbar sein und dass die Menschen, also die Gesellschaft ihn als pervers bezichtigen würde. Mhm. Ich meine, abgesehen davon, dass sie auch ein Teil der Gesellschaft sind, und das hat er auch angesprochen, aber sie reagieren darauf nur sehr oberflächlich und haben ihm dann noch weitere Briefe zugeschickt, wie dass er sich doch im Internet über Suchtkrankheiten informieren soll und dass es keinen Ausweg aus dem Ganzen gibt. Und ja, aber das hat er sich alles bieten lassen? Ja, er hat ihm schon einen Brief zurückgeschrieben und ich habe den auch gelesen, also er war schon ganz... Also ich würde, glaube ich, da schäumen, wenn das... Wut entwickelt er nicht so, also das ist mehr so ein verständnisloses... Ja, aber das, finde ich, reicht nicht aus. Er muss dem da schon was entgegensetzen. Selbst auf die Gefahr hin, dass das Verhältnis zu den Eltern zerbricht, was natürlich schlimm ist, was man nicht will. Aber wenn die sich so aufführen, wo gibt es denn dann noch einen gemeinsamen Nenner? Nirgendwo. Wie hast du dich denn jetzt mit deinem Freund besprochen, wie ihr euch zusammen morgen verhalten werdet? Also, wir haben irgendwie so beschlossen, dass je nachdem, wie sie sich verhalten, werden wir ihnen halt sagen, dass wenn sie vielleicht in der Lage sein können, sich vorzustellen, sich mit uns zu freuen, unsere Freude zu teilen, dann sind sie herzlich eingeladen. Ansonsten mögen sie bitte bleiben, wo sie sind. Das hat dein Freund auch so, dem stimmt er so auch zu? Ja, er hat also wirklich einen akzeptierbaren Brief zurückgeschrieben und ihnen auch das so kommuniziert, dass sie in Zukunft praktisch nichts mehr sagen dürfen, was irgendwie gegen mich bevor sie mich kennen. So, dann würde ich mal sagen, Barbara, geh mal tapfer morgen in dieses Gespräch rein. Das ist, finde ich, eine gute Sache, die ihr euch da vorgenommen habt. Sollte es wieder unverschämt und beleidigend sein, schmeiß sie raus. Schmeiß sie raus. Was sollst du es dir antun? Das würde ich allerdings auch nochmal vorher kurz mit deinem Freund besprechen. Vielleicht lassen wir doch mal so ein ganz kleines bisschen Hoffnung noch in der Luft hängen. Vielleicht reichen sie ja wirklich die Hand und es kommt irgendwas einigermaßen Vernünftiges raus. Vielleicht. Du glaubst es nicht. Ich höre es schon an deinem Schweigen. Ich habe viele Nächte lang angefangen, wieder in meine alten also ich war kurz davor, wieder Angst zu kriegen, nicht mehr zu wissen, wer ich bin. Ja? Mhm. Das hat mich sowas von verunsichert, weil ich habe mein Leben lang gegen Vorurteile gekämpft. Mhm. Also ich meine, ich möchte nichts sagen, ich bin bestimmt kein nicht so die Weiche oder so, ja. Mhm. Also bestimmt jemand, der viel aushält und sich auch ein dickes Fell anlegen musste. Umso wichtiger. Aber das hat mich verunsichert. Umso wichtiger, finde ich, um das nochmal abschließend zu sagen, dass du dir für dich so eine Grenze überlegst. Wenn die überschritten wird, dann sagst du auf Wiedersehen. Da musst du auf Wiedersehen sagen. Was willst du dir das antun? Finde ich. Also ich glaube ja nicht, dass die irgendwelche Grenzen überschreiten, sondern dass sie einfach nur nichts sagen. Ja, aber dann würde ich das erstmal thematisieren. Die müssen das erklären, was das ist. Und da würde ich an deiner Stelle auch aber ein wirkliches Entschuldigung hören, wenn es vielleicht auch noch nicht so ganz von Herzen kommt, aber ich will ein Signal von denen, ein klares Signal von denen hören.
Nur das ist die Basis, musst du denen klar machen, wenn wir miteinander verkehren sollen. Sonst versauen sie euch womöglich noch eure Hochzeit. Das ist meine große Befürchtung. Also besprich dich nochmal mit deinem Freund, vielleicht auch über diese Radikalmaßnahme, wenn alle Stricke reißen. Und fordere etwas ein. Die haben dich beleidigt, also können die dich auch entschuldigen, müssen die sich auch entschuldigen. Ja, das ist eine gute Idee. Dann wünsche ich toi 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 für morgen, Barbara. Danke. Mann. Alles Gute wünsche ich dir. Vielen Dank. Tschüss. Bis dann. So, liebe Leute, morgen ist ein gutes Stichwort. Morgen haben wir eine Themennacht wieder. Und morgen heißt unser Thema Leben auf der Straße. Ich möchte morgen gerne mit Leuten reden, die einmal ein geregeltes und geordnetes, vielleicht sogar sehr erfolgreiches Leben hatten, dann aber so abgestürzt sind, dass sie auf der Straße leben mussten. Würde auch gerne, wenn sich das ergibt, wenn es möglich ist, mit Leuten reden, die aktuell jetzt gerade obdachlos sind und uns vielleicht hören, irgendwie hören und uns auch irgendwie anrufen können. Einige Male habe ich ja schon mit Obdachlosen gesprochen, die uns irgendwie in einem kleinen Radio gehört haben oder wie auch immer. Also das Leben, das Thema morgen heißt Leben auf der Straße. Ich möchte mit Leuten reden, die abgestürzt sind aus einem normalen, ordentlichen, geordneten, schönen Leben auf die Straße und vielleicht auch gerne mit Leuten, die zurzeit noch auf der Straße leben. Leben auf der Straße, unser Thema morgen. So. Heute freie Themennacht, 0800 220 50 50. Und hier ist Nicole. Nicole ist 28. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo, Nicole. Schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Und zwar ist mein Thema ein Familiengeheimnis. Oh. Dabei geht es um meinen Großvater. Mein Großvater ist 2000 verstorben. Mhm. Und ich habe ihn auch gemeinsam mit meiner Mutter 6 Jahre vor seinem Tod gepflegt. Mhm. Ich bin auch mit meinen Großeltern gemeinsam in einem Haus aufgewachsen. Mhm. Und da meine Eltern beide berufstätig waren, haben sich meine Großeltern halt auch sehr viel um uns gekümmert. Vor allen Dingen auch mein Großvater. Mhm. Er spielte da also immer eine sehr große Rolle in meinem Leben. Ich habe ihn auch sehr geliebt, wirklich. Mhm. Er hat sich viel mit uns Kindern beschäftigt, ständig mit uns gespielt und was unternommen. Meine Großmutter war da eigentlich ja immer sehr im Hintergrund. Die Frau, die gekocht und geputzt hat. Mhm. Aber ja, er war immer so unser großer Entertainer, sag ich mal. Mhm. Und da gibt es ein Geheimnis um diesen Großvater? Ja, genau. Dieses Geheimnis weiß kaum jemand? Also eigentlich niemand außer meiner Großmutter und mir, denke ich so vollständig. Ach. Woher weißt du es? Von der Großmutter? Ja. Und zwar fing das damals an, als mein Großvater gestorben ist. Mhm. Da hat mich das Thema auf einmal sehr beschäftigt. Mein Großvater ist schon einmal verheiratet gewesen und hat auch 2 Kinder aus erster Ehe gehabt. Und ich kannte auch den Namen seiner ersten verstorbenen Frau, wusste auch, sie ist dann während des Krieges gestorben, wurde mir einfach immer gesagt. Mhm. Ja, und dann hat mich das plötzlich sehr interessiert und ich habe da ganz schnell gemerkt, dass das ein totales Tabuthema ist. Mhm. Also niemand wollte mit mir darüber sprechen. Es wurde einfach immer total abgewiegelt, dass sofort gesagt wurde, es war halt während des Krieges, da war alles sehr schwierig und weiter ist nie jemand darauf eingegangen. Hast du denn dann gezielt deine Großmutter angesprochen? Ja. Ja? Was hat sie erzählt? Also das Thema hat mich eigentlich, also als ich gemerkt habe, dass das so ein Tabu ist, noch viel stärker interessiert. Mhm. Ja, klar. Und erstmal kamen dann von ihr viele Andeutungen, dass die erste Frau halt eine liederliche Person gewesen ist und so in die Richtung gehend, also dass das einfach auch ein sehr schlechtes Bild auf sie geworfen hat. Ja, und dann später habe ich im Laufe der Gespräche erfahren, dass sie sich erhängt hat. Mhm. Und zwar noch während des Krieges oder nach dem Krieg? Ja, war das nach dem Krieg. Nach dem Krieg, ja. Und zwar war das wohl so, dass sie erfahren hat, dass mein Großvater aus der Kriegsgefangenschaft entlassen wird. Mhm. Und da hat sie sich gemeinsam mit 3 anderen Frauen erhängt. Ach, warum? Ja, also genau. Wie furchtbar. Wie ich es aus den Erzählungen meiner Verwandtschaft kenne, waren die Frauen unsagbar glücklich, wenn die Männer dann aus der Gefangenschaft nach Hause kamen. Warum hat sie sich erhängt?
Also ich weiß aus Erzählungen meiner Großmutter, dass er sie wohl prostituiert hat. Und zwar weiß ich das nur deswegen, weil er es mit meiner Großmutter auch so versucht hat. Er hat sie prostituiert, was heißt das? Er hat sie verkaufen wollen, oder was? Er hat sie verkauft an andere Männer. Ach du lieber Gott. Also natürlich... Damals in der Zeit? Ja, nicht in einem professionellen Rahmen. In einem kleinen Rahmen. Das war eine dörfliche Gemeinschaft. Mhm. Und das hat er mit deiner Großmutter auch versucht zu machen? Ja. Hat er aber nicht geschafft? Nein, also sie hat sich da vollkommen geweigert. Und er hat da auch also 3 oder 4 Anläufe, vor denen sie mir so erzählt hat, dass er sie wirklich mit anderen Männern so zusammengebracht hat und das so einfädeln wollte und ihr das auch gesagt hat, dass sie mit denen Verkehr haben soll. Und als meine Großmutter sich geweigert hat, hatte er dann auch immer gesagt, sie solle sich nicht anstellen. Hm. Die Anna hätte das auch gemacht. Das war die erste Frau. Und das ist der... Du hast ihn erlebt als netten, liebevollen Opa, der dir sehr nahe stand, sich um dich gekümmert hat. Da bricht ja dann so ein ganzes Bild von einem Menschen zusammen, wenn man so etwas hört. Auf jeden Fall. In welcher Not muss diese Frau, Anna, sagst du, ne, hat gewesen sein, dass sie sich das Leben genommen hat? Sie hätte auch einfach fliehen können. Sie war dann, waren die schon verheiratet? Ja, sie waren verheiratet und hatten auch 2 Kinder zusammen. Was ist aus diesen Kindern geworden? Also die Kinder... Sie sind dann ja bei meiner Großmutter mit aufgewachsen. Die waren damals, ich glaube, 8 und 12, so ungefähr, als sie sich das Leben genommen hat. Und zu beiden habe ich eigentlich keinen Kontakt. Ach, die sind dann mit in die Ehe quasi reingekommen. Was für verrückte, komische Geschichten, ne? Verzweigte Geschichten. Dass diese Kinder dann dort mit reingekommen sind in die Familie. Und du hast aber keinen Kontakt mehr zu denen. Nein, also es ist auch so, dass die Tochter von der ersten Frau lebt einfach räumlich sehr weit entfernt. Die hat noch einen gewissen Kontakt zu meiner Familie, aber man sieht sich nur alle paar Jahre und da ist der Kontakt natürlich sehr oberflächlich. So, jetzt trägst du dieses große Geheimnis in dir über die Vergangenheit deines Großvaters und lebt deine Oma noch? Ja. Die Oma lebt noch. Deine Eltern wissen es nicht? Also, ich denke mal, ein Stück weit wissen sie es ganz sicherlich, aber das ist einfach so tabu besetzt, dass man eigentlich mit meinen Eltern auch kaum darüber spricht. Ja, vielleicht ahnen sie so einiges, aber vielleicht wissen sie die Dramatik gar nicht, weil das ist ja nur die, also heute schon und in der Zeit natürlich noch wahrscheinlich viel, viel, viel schlimmer, wenn man eine Frau zur Prostitution zwingt. Es ist heute genauso grauenhaft, aber damals war das ja unvorstellbar, glaube ich, für so in der normalen bürgerlichen Moral. Ja, also ich glaube, meine Eltern wollen es auch einfach nicht wissen. Mein Vater will das nicht wahrhaben, dass sein Vater wirklich so gewesen ist. Spielt das halt sehr herunter. Also das Einzige, was ich von meinem Vater selber darüber erfahren konnte, ist, dass er halt, als er 8 Jahre alt war ungefähr, mit meinem Großvater gemeinsam auch die Leiche von der Anna ausgegraben hat. Die wurde aus irgendeinem Grunde auf diesem Hof einfach, das war ein großer Bauernhof, verscharrt. Da hat er den Jungen mitgenommen, als die Leiche ausgegraben wurde? Ja gut, das war ja direkt auf dem Grundstück vor der Scheune. Da Und was wurde da mit der Leiche gemacht? Das weiß ich nicht. Und dein Vater weiß das auch nicht? Oder er spricht nicht drüber? Bin ich sicher, also er spricht nicht drüber und... Gott, wie schrecklich. Also er will auch einfach nicht darüber sprechen, ja. Da kann man ja wenigstens hoffen, dass dieser Leichnam dann zumindest auf einem Friedhof beigesetzt wurde. Ja, obwohl ich das auch also wirklich nicht verstehe. Gut, damals in so einer dörflichen Gemeinschaft, natürlich wurde es da einfach auch noch ganz anders gesehen, wenn jemand sich selbst das Leben nahm. Mhm. Ja, das war früher eine große Schande, ganz große Schande. Ja. Aber dennoch wurden ja auch Menschen, die auf so eine Weise verstorben sind, irgendwie doch auf einem Friedhof in einem gesonderten Bereich oder in einem gesonderten Bereich, immerhin, ja. Und Mensch, sich einfach so verscharrt. Ist es denn so, dass du jetzt für dich auch entschieden hast, die Oma weiß es, ich weiß es und dann soll es auch dabei bleiben oder... drückt es sich irgendwie, dass du dann doch mit deiner Familie darüber sprechen möchtest? Also mit meiner Familie sehe ich eigentlich sehr wenig Aussichten, außer jetzt mit meiner Großmutter. Aber die ist jetzt auch schon über 90
Und ansonsten, ich habe auch letztens nochmal mit meiner Großmutter gesprochen, die Kinder aus der ersten Ehe, die ja bei ihr auch aufgewachsen sind, mit denen hat sie nie über die Mutter gesprochen. Mhm. Die Kinder haben die Mutter nie erwähnt. Ich könnte mir vorstellen, dass das für deine Großmutter sehr, sehr gut war, dass sie endlich mal sprechen konnte, dann nämlich mit dir darüber. Wahrscheinlich hat sie ihr ganzes Leben darüber geschwiegen. Ja, und sie hat ja auch in der Ehe selbst sehr gelitten. Mhm. Also sie ist die Ehe auch nur eingegangen, weil sie halt verzweifelt war. Mhm. Sie war selbst in einem Arbeitslager in Russland nach dem Krieg. Mhm. Und als sie dann wiederkam, lag ihr eigener Vater im Sterben und sie war einfach auch in finanzieller Not. Verstehe, das waren natürlich ganz harte Zeiten auch für Frauen. Ja. Da war eine Heirat dann eine Rettung. Und ja, so ähnlich hatte sie sich das halt auch dann vorgestellt. Aber jetzt nochmal zu deinem Bild über den Großvater. Ja. Das war, ich frage es nochmal, früher immer gut, das Bild. Ja. Also ich habe ihn wirklich immer sehr geliebt als Kind und dann auch später. Ich habe ihn ja so viele Jahre mit meiner Mutter gemeinsam gepflegt und da einfach auch sehr viel für ihn getan. Hast du denn, hast du im Nachhinein auch richtigen Zorn oder gar Hass auf ihn? Ja, irgendwo schon, ja. Ja, verstehe ich, hätte ich auch. Weil, also ich finde es auch ganz furchtbar, war ein sehr manipulativer Mensch. Mhm. Und wenn ich jetzt so zurückdenke, mein Bruder, der ist einige Jahre jünger als ich. Mhm. Und der erinnert sich daran viel besser auch, wie das Verhältnis zwischen meinen Großeltern war. Mhm. Dass mein Großvater meine Großmutter auch immer noch unterdrückt hat und sie sehr beschimpft hat und sie sehr gelitten ein hat. Ein Herrscher. Und glücklich war, ja. Mhm. Wenn, wenn du jetzt zum Friedhof gehst und vor seinem Grab stehst, was denkst du dann? Ja, ich bin wirklich, ich hoffe nur, dass ihm das irgendwie vergeben werden kann, weil ich denke, dass so großes Unrecht passiert. Aber das finde ich jetzt auch wieder eine große Haltung von dir, dass du sagst, ich hoffe, dass es ihm vergeben werden kann. Ja. Mit wem hast du schon drüber gesprochen? Mit Freunden vielleicht schon mal? Oder? Ja, also mit Freunden und mit meinem Partner natürlich auch. Mhm. Ich habe auch schon mal mit meinem Bruder jetzt vor kurzem erst darüber gesprochen. Aber der hatte einfach, glaube ich, auch nicht so dieses große Bedürfnis herauszufinden, was wirklich passiert ist. Vielleicht, wenn deine Eltern nicht danach fragen, vielleicht solltest du auch gar nicht daran rühren. Den wichtigsten Dienst hast du, glaube ich, schon erfüllt, nämlich, dass du Ansprechpartnerin für deine Oma bist. Ja. Das finde ich wichtig, sehr wichtig für die alte Dame. Mhm. Ja, ich kann auch wirklich nicht verstehen, wie das damals in einer solchen Dorfgemeinschaft so etwas überhaupt passieren kann. Mhm. Vor allen Dingen, wenn man auch bedenkt, dass die Familie der Anna ja auch dort gelebt hat. Was meinst du? Ihre Eltern, ihre Geschwister und alle haben es mit angesehen. Was meinst du, Nicole, was damals gerade in den Verschwiegenheiten der Kleinbürger-Idylle oder der dörflichen Idylle für ein Unrecht geschehen ist? Ja. Was meinst du? Ich möchte das gar nicht alles erahnen, was für Ungerechtigkeiten entstanden sind. Ja. Ja, du wolltest mir darüber erzählen, über dieses Geheimnis. Ja, genau. Das ist ja wirklich schon heftig, finde ich. Sei für deine Oma da, solange sie lebt und fit ist. Jeder Tag ist wichtig. Ja. Nutze ihn. Das werde ich. Mit der Oma. Alles Liebe, alles Gute. Ja, ebenso. Tschüss, Nicole. Tschüss. Sven ist hier, Sven ist 28. Hallo, Sven. Ja, grüß dich, Domian. Schönen guten Morgen. Heute sind ganz viele 28-Jährige hier. Ich bin 32, Entschuldigung. Ach, du bist 32, na. Sven, um was geht's? Ja, wir hatten vor ungefähr 2 Jahren schon mal gesprochen miteinander. Mhm. Und das Thema ist leider wieder der Grand Prix vom Samstag. Ja. Ach du lieber Himmel, ich kann jetzt gar nicht so richtig mitreden, weil ich nur so, ich habe es mir nicht antun können. Ich habe nur so ein bisschen reingeguckt. Ich kann mir diesen Schrott nicht mehr angucken. Ja, es ist auch immer mehr Schrott. Das Mann! Wirklich. So, bitte. Ich bitte um deine Bewertung des Ganzen. Oh, ja gut, mit dem Siegertitel war ich einverstanden. Ja. Also ich hatte so 3 Favoriten vor der Sendung, also während der Sendung. Das waren die Norwegerin, die Türken und der halt der Russe. Mhm. Die sind auch alle relativ weit vorne platziert gewesen. Ja, relativ, ne? Kann man, ja. Mhm. Also da bin ich schon mit zufrieden. Ja. Okay, also mit dem Russen bist du einverstanden. Ja. Ich glaube, die haben auch sehr viel
Geld und Arbeit da reingepumpt in diese Produktion, den Titel, ne? Das ist, glaube ich, mit einem amerikanischen Produzenten produziert worden. Und ja, mit Timbaland, genau. Genau, ganz genau, ja. Und da ist viel veranstaltet worden vorher. Ja, und Putin hat ja schon angekündigt, jetzt im kommenden Jahr das riesengroß aufzuziehen. Natürlich. Ich glaube, man weiß noch nicht, ob in Moskau oder in St. Petersburg. Ja, gut, das ist richtig. Vielleicht wäre St. Petersburg noch ein bisschen schicker, so diese alte Kulisse und große Show. Ja, das könnte gut sein, denke ich auch. Also den Russen wollen wir es gönnen. Ja, eigentlich schon. Auf jeden Fall. So, jetzt sag bitte was zu uns, zu den No Angels, ja. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, beim Vorentscheid hätte ich sie schon gar nicht mehr gewählt. Mhm. Ich fand eigentlich damals die Caroline Fortenbacher, ich weiß nicht, ob du das Lied schon mal gehört hast. Nee. Vorhin schon aufgetreten in einer super tollen Ballade. Ja. Und also das hätte ich damals schon lieber jetzt in Belgrad gesehen. Du meinst, das Lied hätte eine große Chance gehabt? Ja, auf jeden Fall. Man weiß es nicht. Einige Plätze weiter vorne landen können, sage ich mal. Es gibt ja auch viel Kritik. Also den Auftritt von den No Angels habe ich gesehen. Wie gesagt, alles habe ich nicht gesehen. Es gibt viel Kritik an der Kleidung, dass die Mädels schrecklich angezogen waren. Wie findest du das? Ja, fand ich auch. Dass sie das nicht hätte man besser lösen können. Ja, ja, dass sie nicht besonders gut gesungen haben? Ja, doch. Was mich ja total wundert, weil die können ja nur alle singen. Ja, singen können sie auf jeden Fall. Und die haben sehr, sehr viel Live-Erfahrung. Vielleicht waren die zu aufgeregt, dass sie das nicht so sauber hinbekommen haben. Ja, es kommt halt bei den anderen Nationen nicht so gut an. Aber der Titel war stinke langweilig. Ja, ganz genau. Ich habe den überhaupt nicht mehr im Ohr. Der ist so durch mich durchgegangen. Es war gar nichts. Es war Wassersuppe war das. Ja, ganz genau. Finde ich auch. Wie peinlich. Letzter Platz, ne? Platz 40. No Angels, no Point. Ja. Mann, oh Mann. Wer wäre der richtige Vertreter für Deutschland beim Grand Prix? Also meiner Meinung nach wüsste ich jetzt überhaupt nicht, weil es haben ja schon genug gute Leute probiert, sage ich mal. Ja. Und es ist ja seit Jahren quasi ein Desaster. Es kommt ja gar nichts mehr bei rum. Die Frage ist ja, wenn wir einen richtigen tollen Typ, einen tollen Star da hätten, mit auch einem richtig guten Lied, vielleicht würden wir auch nicht gewinnen, weil die uns einfach nicht die Punkte geben, oder? Ja, das ist ja das große Problem. Das sehe ich ganz genauso. Aber ich muss natürlich auch wieder Kritik üben an der englischen Version. Ich finde, dass wir da Deutsch singen sollen. Das ist ein Länderwettbewerb, die meisten singen in ihrer Muttersprache. Deutsch ist eine so große Sprache in Europa, die sollen Deutsch singen. Ja, natürlich. Ja. Finde ich auch. Ja, also, wie wär's mit Tokyo Hotel? Okay, wird vielleicht ein paar mehr Punkte bringen, aber ich glaube auch nicht so. Der ganz große Bringer wird's auch nicht. Ich meine, die Jungs sind ja sensationell erfolgreich in Amerika jetzt auch. Ja, sie singen Deutsch, sie haben einen guten Auftritt, nicht zu künstlich, sie haben sich das selbst alle erarbeitet. Warum eigentlich nicht? Ja, ich meine, ein Versuch ist es wert, weil schlechter kann es ja nicht mehr werden. Aber ich glaube, dass die wirklichen großen Stars, die wir haben, auch Grönemeyer oder sowas, dass die gar nicht dahin wollen, weil die Chance oder weil die Gefahr viel zu groß ist, dass sie nicht gewählt werden. Und dann ist das natürlich auch ein großes Misserfolgserlebnis für die Künstler. Ganz genau. Das ist ein Fleck auf der Karriere, ganz genau. Heute gab es Stimmen in einigen Presseorganen, dass die sagten, wir sollten aussteigen. Die Deutschen zahlen da so viel Kohle für die Produktion dieser ganzen Angelegenheit. Mhm. Was sagst du? Dabei bleiben oder aussteigen? Ja, ich meine, aussteigen werden sie auf keinen Fall. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wobei die Einschaltquoten extrem runtersacken im Fernsehen. Ja, natürlich. Aber ich meine, wir sind halt einer der größten Geldgeber. Und ohne uns, ich meine, die haben ja auch jetzt gesagt, am Samstag, während der Abstimmung, die Stimmen werden alle in Köln gesammelt. Ich meine, das ist ja auch bei uns. Mhm. Und ich meine, ohne uns wird es vielen dann... Also, vielleicht sollte man auch an dieser Auswahl, also welcher deutsche Titel nun da hinkommt, vielleicht sollte an diesem Auswahlverfahren auch noch irgendwie rumgefeilt werden. Das auf jeden Fall. Ja, dass es vielleicht doch wieder eine große Show im Fernsehen gibt mit ganz vielen und dass dann in Deutschland abgestimmt erstmal wird, wen wir hinschicken oder wie auch immer. Irgendwas muss anders werden. Ja, es gibt ja auch bei der Vorentscheid höchstens 3 oder 4 Künstler und ja. Halt mehr gibt's halt nicht. Ja. Das ist ein bisschen wenig. Udo Lindenberg wäre doch super. Das wäre doch wirklich ein absoluter Top-Act, wenn der für uns auftreten würde. Ja, warum nicht? Ne, warum nicht? Ich sag mal, Versuch ist es immer wert. Ja.
Also Sven, also du bist auf jeden Fall der Meinung, es soll weitergehen. Es muss irgendwie ein bisschen anders gehen, aber wir sollten jetzt nicht kneifen. Jetzt müssen wir auch weitermachen. Nein, wir müssen immer weitermachen. Dann unterhalten wir beide uns nächstes Jahr wieder, okay? Ja, sehr gerne. Du bist mein Kommentator in Sachen Grand Prix. Alles klar. Was ja gar nicht mehr Grand Prix heißt, aber für mich ist das Grand Prix. Für mich auch. Ja. Lieber Sven, alles Gute. Bis nächstes Jahr. Okay, ich hoffe. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema Leben auf der Straße. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die einmal ein geregeltes, ein geordnetes, ein schönes Leben hatten und dann aber so abgestürzt sind, dass sie auf der Straße gelandet sind und dort dann auch leben mussten. Und ich würde auch sehr gerne mit Menschen sprechen, die zurzeit obdachlos sind und die doch vielleicht irgendwie die Möglichkeit haben, uns zu hören und auch mit uns zu telefonieren. Leben auf der Straße heißt unser Thema morgen. Ihr könnt anrufen, wie immer ab 0 Uhr. Da sind die Leitungen geschaltet und ihr könnt natürlich auch mailen die ganze Nacht, domian@wdr.de, die ganze Nacht, den ganzen Tag, immer. Hier ist Christina. Und Christina ist 45 Jahre. Ja, hallo. Hallo Domian. Hallo Christina. Schön, dass du da bist. Ja, freue mich auch. Um was geht's? Um was geht's? Ja, es gibt ein Problem. Also erstmal muss ich sagen, vielen, vielen Dank, dass ich überhaupt durchkam. Ich hatte vor vielen Jahren schon mal mit dir gesprochen, hat mir auch sehr geholfen. Mhm. Weil da ist meine Mama auch gerade frisch verstorben gewesen. Mhm. Und da hast du mir geholfen mit aufbauenden Worten und auch die Psychologin halt. Ne? Mhm. Zu dem Mädel, ich denke mal, die war relativ jung, die da vorhin gesprochen hat mit ihrer Oma. Es tut mir alles sehr leid. Mhm. Kann sie verstehen, also auf jeden Fall. Ne? Ja. Aber ich kann nur sagen, wie man so schön sagt, Zeit halt alle Wunden. So, mein Thema ist, ich bin aus Berlin. Mhm. Das hast du bestimmt schon öfter gehört, durch den Chat jemanden kennengelernt. Mhm. Nach langer, langer, langer Odyssee, meinerseits immer auf der Suche, sehr schlechte Erfahrungen gesammelt. Mhm. Unter anderem auch ja mit einem Herrn zusammen gewesen, der ja mich ordentlich geschlagen hat. Mhm. Dadurch ins Frauenhaus gewandert mit Kind und so. Und na, egal. Du hast aber ja schon auch die harte Tour hinter dir. Ja, aber richtig heftig. Mhm. Wie gesagt, also seitdem meine Mami tot ist, kann man sagen, mhm, ist es wirklich irgendwo, weiß ich, als wenn es irgendwo, weißt du, auf meiner Stirn stand. Ja, 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 ja. Was ich schon sage. So, und jetzt im Chat einen kennengelernt. Ja, jemanden kennengelernt. Und das war von Anfang an so, also vom Reden her, vom Schreiben her, vom natürlich hinterher lange telefonieren. ja, so Seelenverwandtschaft, weißt du? Mhm. Und ich spüre sofort. Habt ihr euch denn schon getroffen? Ja, natürlich. Ja. Wir haben uns sofort getroffen. Du bist aus Berlin? Nein, er ist in mir gekommen. Er hat auch mit fliegenden Fahnen, ist er sofort, ohne zu überlegen. Nein, aber du bist in Berlin, du lebst in Berlin. Ja, offiziell noch, aber ich halte mich mittlerweile mehr hier im Sauerland auf. Achso, wo er herkommt. Ja, richtig. Ah, ja. Achso, so nah ist es schon, dass ihr euch ständig besucht und du jetzt im Sauerland bist bei ihm. Wie lange läuft das Ganze jetzt schon? Das sind jetzt 16 Wochen. Ach so. Ist noch keine lange Zeit, vielleicht, ich weiß. 16 Wochen und du bist schon im Sauerland. Naja. Ja, also überwiegend. Also ich meine, wie gesagt, ich habe meine Wohnung noch dort. Wir sind jetzt aber im Begriff zu überlegen, wie kommt man natürlich da am besten mit dem Umzug und so, ne? Ja. Alles so eine Frage. Sind ja nun, ist ja nicht gleich um die Ecke. Ja. Und ja, gut, nun pass auf. Also der Sinn, also Quatsch, das Thema, also eigentlich ist so, dass ich die Wesenmann wirklich abgöttig, ne? Und ich meine, wenn du liebst diesen Mann wirklich abgöttisch. Ja, abgöttisch. Aber warum hast du mich angerufen? Weil, ja, ich so ein bisschen Panik schiebe. Weil es wurde mir nicht von Anfang an erzählt, dass in dieser Familie Herzinfarkte und Krebs oft vorkommen. In seiner Familie? In seiner. Mhm. Er hat mir zwar erzählt, ich muss dazu sagen, er ist auch 8 Jahre jünger wie ich. Mhm. Er hat mir zwar erzählt, ja, er hatte mit 35 schon mal einen Infarkt. Aber ist alles super, alles easy. Er macht viele Überstunden, er ackert wirklich rund um die Uhr. Nimmt jeden Job an, den er nebenbei noch kriegen kann. Okay, also in der Familie tritt sehr häufig Krebs auf und Herzinfarkte. Ja. Und der junge Mann, der 8 Jahre jünger ist als du, hatte schon mal einen Herzinfarkt. 5 Jahre, mit 37, richtig. Gestern Abend. Da könnte ich jetzt für dich zu dir sagen, du, die du verliebt bist, könnte ich sagen, ja und? Ja und. Fakt ist, dass also heute auf dem, praktisch gestern auf dem Tag genau, sprich Montag, waren es 5 Jahre her, genau auf dem Tag. Und von am Sonntagabend
fing es auf einmal an. Wir haben ganz normal zusammengesessen, alles ganz normal. Und er hat auch voll die Panik geschoben. Er meinte, er hatte Schmerzen im linken Arm und ihm geht es ganz schlecht. Und ja, ich musste den Notarzt rufen, ne? Sofort mit Blaulicht. Und wie gesagt, dazu kommt, ich kenne mich hier noch nicht so genau. Und aber Christina, was heißt das Ganze? Heißt das Ganze, dass du jetzt... Ich habe einfach Angst um diesen Menschen, dass es laufend wieder auftritt. Ich habe es auch zu deiner Dame da gesagt, mit der ich zuerst gesprochen habe. Beim kleinsten Schweißausbruch, beim so wieder mal so ein bisschen nach Luft jetzt, jetzt soll das Wetter total warm werden und da ist ja, ich habe ständig Angst. Mhm. Was ist denn jetzt aus der Geschichte geworden, von der du gerade erzählt hast? Er liegt jetzt hier im Krankenhaus. Und mit welcher Diagnose? Er hätte einen kleinen Infarkt gehabt. Schon wieder? Ja. Die haben auch Katheter gelegt und sind jetzt am Überlegen, ob sie ihm da so einen sogenannten Stent setzen. Das alles beruhigt so ein bisschen, aber... Aber dann ist ja jetzt die... Ich meine, dass du in Sorge bist, ist völlig klar. Aber das hilft ja auch nicht weiter. Weiter würde helfen, wenn man sich dann überlegt, du sagst, er ist auch sehr beruflich im Stress. Ja, auch, ja. So, dass man mal überlegt in aller Ruhe, vielleicht mit einem Arzt, mit einem guten Mediziner, wie man, ich meine, dann, das sind ja alles extreme Warnsignale. Nein, die sind extreme. Wie man das Leben verändern kann, dass man das Ganze etwas abfedert. Es sind doch extreme. Ich bin Berlinerin. Ja, und Berliner sind, ich würde nicht sagen, nicht unbedingt hier so gut angesehen, aber es ist hier eine ganz andere Mentalität irgendwo von den Leuten hier im Sauerland. Die sind alle easy. Verstehe ich nicht. Was hat das mit der Krankheit zu tun? Ja, weil die Familie an sich hier, ja, die ordnen mich ein als Berlinerin, so Chaotin und soll ich sagen. Okay, nochmal, was hat das mit der Krankheit zu tun? Ja, die sind so konservativ, ne? Ich bin eher so ein. Ich finde jetzt ein cooler Typ, oder? Aber du bist schuld. Durch dich ist Kat wieder krank geworden. Ach so. Also die geben dir die Schuld, weil du als Berlinerin ein bisschen mehr aufdrehst oder vielleicht ein bisschen. Okay, aber das ist ja natürlich jetzt die Frage, wie dein Freund dann auch darauf reagiert. Ja, ich meine, es gibt die eine Sache, gibt's, wie reagiert die Umwelt? Da kann man sich ja dann gegen abholstern. Aber wichtiger finde ich noch, wie wird er sein Leben gestalten, damit er nicht nochmal dieses Risiko eingeht. Und da müsst ihr euch einfach gut beraten lassen. Nein, er sitzt in der Zwickmühle. Er hat auf der einen Seite gesagt, er hat mit 17 seine Eltern verloren. Hm. Und seine Schwester, seine ein bisschen ältere Schwester, hat ihn mehr oder weniger, ich will nicht sagen erzogen, aber ihn behütet so ein bisschen. Hm. Und die ist halt die ganzen Jahre, wo er jetzt hier alleine war, immer bei ihm gewesen. Ja? Hm. Hat ihn immer betuttelt und gemacht. Und ich habe es schwer gehabt, ich will jetzt nicht sagen, mich jetzt zu behaupten, aber Und die gibt mir jetzt die Schuld. Ja, Christina, Tina ist mein Spitzname, die kocht so gut und du musst aber anders. Ich sage, du, der Mann ist 37, ich bin ja nicht seine Mutter. Ja. Also das würde ich jetzt auch versuchen, wirklich so weit wie irgendwie möglich runterzuspielen. Es geht darum, jetzt deinen Freund ordentlich zu betreuen und dass der wieder auf die Beine kommt. Und dass ihr dann gemeinsam überlegt, warum könnt ihr nicht nach Berlin ziehen? Warum müsst ihr im Sauerland leben? Erstmal, ich meine, ich bin zurzeit leider arbeitslos. Er hat hier seinen Job, wo er schon 12 Jahre bei ist. Ja. Und ich denke schon, ist. Und ich habe hier auch, denke ich mal, mehr Chancen. Ach so, du hast mehr Chancen da. Nee, aber. Wie lange wird er denn jetzt im Krankenhaus bleiben müssen? Ich denke mal, die ganze Woche auf jeden Fall noch durch. Und werden nochmal Untersuchungen gemacht und so. Und in der ganzen Zeit sitze ich halt hier rum. Also ich sitze ja nicht rum. Ich mache mir natürlich Gedanken und fahre dahin und habe auch schon meine Action irgendwo, ne? Also, dass du das Verhältnis da mit diesen Verwandten versuchen musst, natürlich irgendwie einzurenken, das ist klar. Das ist jetzt ein bisschen leichter gesagt als getan, weiß ich auch. Aber das ist nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist dein Freund. Meine Angst. Ne? Dass er sein Leben verändert. Ich glaube, das ist eine Frage der Lebensführung. Genau, was ich jetzt nicht erzählt habe, ist, ganz kurz, er ist so in der Zwickmühle irgendwo, weil er hat sich irgendwann mal selbstständig gemacht vor ein paar Jahren. Und mit einem Kompagnon zusammen. Mhm. Und dieser Kompagnon hat ihn abgezockt, auf gut Deutsch gesagt, hat das ganze Geld mitgenommen. Ja. Dann verschwunden. Auf einmal Wiedersehen. Bis jetzt hat er auch noch keine... Ja, Christina, und das Problem, das können wir jetzt nicht weiter erörtern, weil meine Sendung vorbei ist. Ich sag dir nur, ich bestelle wirklich herzlichste Grüße an deinen Freund. Ja.
die besten Genesungswünsche und lasst euch gut beraten von irgendeinem kompetenten Menschen, wie er sich schon demnächst verhalten soll. Wir würden dich gerne auch nochmal zurückrufen und dir vielleicht die eine oder andere Adresse an die Hand geben, okay? Ja. Melden wir uns nochmal bei dir. Bis gleich. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. In der Technik heute Nacht Uwe Petersen. Und unser Thema morgen heißt Leben auf der Straße. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die mal ein geordnetes, ein normales Leben, ein geregeltes Leben geführt haben und dann aber abgestürzt sind und auf der Straße leben mussten. Und ich würde auch gerne noch sprechen mit Leuten, die zurzeit obdachlos sind, die aber die Möglichkeit haben zu telefonieren und auch die Möglichkeit haben, uns hier zu hören. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival, ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Da sind die Leitungen geschaltet, 0800 220 50 50 und um 1 geht's dann los. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss.